Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Routinen statt Hamsterrad. Da steckt sehr viel drin in diesen drei Worten, weil es geht für Eltern doch oft darum, früher aufzustehen, um schneller im Hamsterrad zu sein, oder? Und so soll es eben nicht sein, sondern Routinen sind so eine Art entspanntes Zeitmanagement. Und darüber soll es heute gehen, wie ihr euch selber helfen könnt, aber vor allem, wie ihr Kinder in Routinen führen könnt, damit sie sich gestärkt, glücklich und leidenschaftlich entwickeln. Routinen bringen eine große Gelassenheit ins Leben der Kinder. Und die Diplompsychologin Renate Barth hat mal gesagt, es ist ein Grundbedürfnis jedes Kindes, Regelmäßigkeiten zu entdecken. Warum ist es so? Weil wenn das Kind weiß, nach A kommt B und dann kommt C, dann entsteht so eine Grundgelassenheit, so ein Grundvertrauen in das, was passiert. Und dieses Grundvertrauen stellt sicher, dass es seine Energie übrig hat, um sich selbst zu entwickeln. Und dazu gibt es eine Menge Bücher. Und wenn Sie Kinderärzte fragen, dann empfiehlt jeder Kinderarzt, bringt euren Kindern Routinen bei. Und wo kann man das im Alltag nutzen? In ganz vielen Situationen. Zum Beispiel, wenn es morgens in den Kindergarten gehen soll oder beim Zweijährigen schon, ja, vom Aufstehen, bis man dann mal am Frühstückstisch sitzt oder angezogen ist. Ihr wollt als Eltern gar nicht die dauernden Erinnerungen. Das ist eher lästig, wenn ihr immer dran denken müsst und der Zeitmanager oder der Prozessmanager für eure Tochter sein soll, sondern das soll möglichst von selber funktionieren. Und dafür gibt es Wirkmechanismen, über die wir sprechen, und wir werden darüber sprechen, wie ihr es selber in euren Alltag integrieren könnt. Die Wirkmechanismen für wirklich wirksame Routinen sind die. Die habe nicht ich erfunden, sondern das steht in einer Vielzahl von Fachliteratur und die kann man schön in den Alltag einbauen. Erstens, spielerischer Wettbewerb. Das kennt ihr, wenn ihr euch vorstellt, das Kind will nicht Zähne putzen und ihr macht ein kleines Rennen draus. Wer ist erster bei der Zahnbürste oder wer ist erster mit dem Zähneputzen fertig, dann geht es aber los. Ja? Und das funktioniert sehr gut, weil es ein spielerischer Wettbewerb ist. Und da gibt es viele Varianten davon. Übrigens ist Gamification ein Megatrend in der Bildung, von Dreijährigen bis in die Erwachsenenbildung hinein mittlerweile. Selbst in den Firmen wird mittlerweile Lego gespielt, ja, weil man da einfach ganz anders kreativer rangehen kann. Selbstständigkeit. Kinder lieben Selbstständigkeit. Wenn ihr eine Lösung findet, das Kind selbstständiger werden zu lassen, egal ob es eine kleine Haushaltstätigkeit ist, ihr könnt die Präsentation gerne haben, ja, die ist kein Geheimnis. Nur die Kontaktdaten da lassen, dann verschicke ich die auch gerne. Die Selbstständigkeit bei Kindern, nur ein Beispiel, ja, ein Dreijähriger, da könnte doch auch mal den Papiermüll raustragen. Das kann der aber nicht von Geburt an. Und laufen und tragen können ist eine Grundvoraussetzung. Aber das heißt noch lange nicht, dass er weiß, wie es geht. Wenn ihr das wie ein Fahrlehrer versteht und ihr bringt ihm Fahren bei, also ihr macht das zwei, drei Mal mit dem Sohn gemeinsam, dann kann er das beim dritten, vierten Mal. Und so geht es mit ganz vielen Dingen, egal ob der Zehnjährige zum Rasenführen geführt werden soll, zum Rasenmähen geführt werden soll, der Zwölfjährige zum Bügeln und so weiter. Ja, versteht das einfach wie Routine reinbringen, heißt immer, wir üben ein bisschen, bis es von selber läuft. Und alles, was man macht, was eine Hebelwirkung hat, kostet am Anfang ein bisschen Mühe, aber der Lohn ist umso größer. Drittens, Wiederholungen. Jeder von euch kennt Hoppe Hoppe Reiter, oder? Das Kind sitzt auf dem Schoß und was kommt nach dem ersten Mal? Nochmal! Und nach dem 15. Mal nochmal. Also es kennt kein Ende. Warum? Weil es Wiederholungen liebt. Das ist so drin in den Kindern und das ist was, was ihr bedienen könnt. Wir kommen noch dazu, wie. Wenn es darum geht, dass das Kind in Arbeit einbezogen werden soll oder tatsächlich auch mal was macht, was ihm nicht so gefällt, dann ist super wichtig, Fortschritte sichtbar zu machen. Fortschritte sichtbar machen heißt, ich kann zum Beispiel einen Spielstein ziehen oder ich kann ein Feld ausmalen, wenn ich es erledigt habe. Das ist Fortschritt sichtbar machen. Ein Brettspiel, auch da ist für die Kinder, Brettspiele funktionieren so gut, weil die Kinder ihren Fortschritt sichtbar machen. Mensch, ärgere dich nicht, das Häusle ist leer und mein Ziel ist voll. Das lieben Kinder, weil ich sehe, was passiert ist. Und ein ganz wichtiges Element ist immer das Lob zur positiven Verstärkung. Egal was, erwischt die Kinder oft dabei, dass sie was gut und richtig gemacht haben, wenn es ein gewünschtes Verhalten ist. Denn Sog ist viel besser im Leben als Druck. Und Eltern sind zu oft in der Situation, dass sie drängeln und schieben und wiederholen und auffordern. Da ist keiner frei davon, auch ich nicht. Wir sind zu oft Drängler.
Und das positive Feedback braucht ein Kind viermal, bevor es einmal Kritik annehmen kann. Das ist auch bei den Erwachsenen so. Die Psychologen schreiben das in ihre Bücher und erzählen einem das auch. Und wenn man überlegt, wie sieht die Realität aus, in der Arbeitswelt zum Beispiel ein bisschen anders. Wenn ihr das im Kopf habt, dann könnt ihr es berücksichtigen. Da geht es um Kleinigkeiten, um Klitzekleinigkeiten bei den Kindern, die ihr hin und wieder positiv verstärkt. Und da, wo es euch wichtig ist, da sprecht dann mit den Kindern und übt auch mal Kritik. Und das eine Mal, das sitzt dann. Und was dann entsteht, ist hoffentlich eine gute Selbstregulation. Wir gehen mal auf die Details ein. Ein spielerischer Wettbewerb. Was macht er? Er motiviert die Kinder, er lässt sie Widerstände überwinden und er leitet Energie. Ein Beispiel, wenn ihr morgens aus dem Haus kommen wollt und der Sohnemann sagt, ich würde gerne im Fußballdress in den Kindergarten gehen und ihr sagt, ja, aber draußen hat es 10 cm Schnee, es hat minus 7 Grad, dann ist es erstmal, vielleicht hört er zu, wahrscheinlich ist aber ist es so, dass er sagt, nee, ich gehe heute im Fußballdress in den Kindergarten. Und dann braucht ihr Mechanismen, die mit dem spielerischen Wettbewerb solche Widerstände überkommen lassen. Das geht relativ einfach. Zum Beispiel, wenn ihr eine festgelegte Reihenfolge habt und dann geht es darum, wer ist heute erst am Frühstückstisch. Und zu der Reihenfolge gehört nach dem Aufstehen erst waschen, dann anziehen, dann zum Frühstücken. Dann wird er sicher das anziehen, was ihr hingelegt habt. Und insofern sind die spielerischen Wettbewerbe ein ganz hilfreiches Tool. Ich gebe euch ein Beispiel für sichtbaren Fortschritt und spielerischen Wettbewerb. Das ist das Easy Fam Race. Da geht es um die Morgenroutine und die Abendroutine. Das sind die zwei kritischen Phasen am Tag. Kritisch, weil die Eltern aus dem Haus wollen, weil ihr vielleicht pünktlich im Kindergarten sein wollt, weil ihr abends harmonisch ins Bett kommen wollt oder weil es euch einfach reicht am Abend und ihr gerne hättet, dass um 7:30, um 8, um 8:30 Ruhe ist. Und was wir gemacht haben ist, wir haben visualisiert, denn lesen können die meisten in dem Alter noch nicht. Und Kinder lieben vom Gehirn her einfach, wir sagen Brain Candies, also visualisiert, das sind für Kinder Brain Candies. Und dann haben wir visualisiert die Morgenroutine, die Farbe der Sonne nach unten. In dem Fall wäre der Spielstein von der Isabel zu ziehen, vom Aufstehen erstmal zum Waschen, dann zum Anziehen, dann zum Frühstücken, dann zum Zähneputzen und dann zum Anziehen und aus dem Haus. Und wenn ihr das dann abends umdreht, die weiße Seite nach unten, dann geht es von rechts nach links zurück. Wenn ihr das nebeneinander macht, Mama macht mit oder Papa macht mit oder die Geschwister, dann entsteht da, auch wenn man es nicht ausspricht, so ein ganz sanfter spielerischer Wettbewerb. Denn keiner will letzter sein. Die Kinder haben da echt Lust drauf. So kann man das in den Alltag einbinden, egal ob das jetzt ein kleines Board ist, das ihr malt, oder ob das das Easy Fam Race ist, als ausgeklügeltes Produkt. Und was als Routine auch sehr stark hilft, ist, agile Routinen einzuführen, die euch bei der Hausarbeit helfen. Auch da kann man die Kinder, aber auch die Männer wunderbar einbeziehen. Denn die Streitursache ist ganz oft, dass nur einer im Haushalt alle Tätigkeiten im Kopf hat. Und dieser Aufgabenvorrat, der ist aber nicht abrufbar für die anderen. Also könnte es Sinn machen, diesen Aufgabenvorrat auf ein Board zu kleben. Visualisierte Aufgaben auf Magnetcoins. Und wenn jeder seine Figur hat und weiß, bis Samstagabend habe ich 3 Aufgaben zu erledigen, dann ist der Mechanismus, ich entscheide selbst, wann ich was mache. Und ich habe auch verstanden, je länger ich warte, desto schlechter sind die Aufgaben, die noch im Aufgabenvorrat sind. Die Mechanismen für die Routine dahinter, die stehen hier. Es ist alles visualisiert, es ist eine spielerische Form. Es gibt so ein bisschen einen Wettbewerb um die Lieblingsaufgaben, die nicht so schwer sind. Und am Anfang würde ich die Kinder anleiten, aber im Endeffekt geht es wieder um Selbstständigkeit, was alle lieben. Sichtbaren Fortschritt, spielerischen Wettbewerb, Stolz. Ja, sieht jeder, was ich schon geschafft habe, weil mein Coin jetzt auf meiner Figur ist. Und das Lob der Eltern dazu. Das ist der Mix, mit dem Routinen sehr gut funktionieren. Und im Ergebnis lernen die Kinder, sich selbst zu regulieren. Das ist die häufigste Forderung heutiger Kinderärzte, dass die Kinder nicht mehr wissen, wie sie ihre Routinen, also dass die Eltern nicht mehr wissen, wie sie Kinder in Routinen führen und dass die Selbstregulation fehlt. Und noch ein Satz dazu, Selbstregulation. Auf der Rückseite ist bei diesem EasyFam Taskboard, so heißt es, so eine Art Belohnungssystem. Uns gefällt das Wort Belohnung nicht sehr gut, aber es fällt uns auch kein besseres ein.
Haben die Kinder ihre drei Aufgaben gemacht und ihr besprecht es am Sonntagabend kurz. Mensch, toll, dass ich es gemacht habe. Schön, dass es klappt. Gibt es irgendwelche Fragen? Müssen wir was ändern? Alles gut, prima. Dann nehmen wir jetzt alle Aufgaben wieder zurück aufs Wochenvorratsboard und ich schalte euch eure Zeit frei. Das kann bei dem einen Kind sein, Lieblingsserie gucken. Dann gibt es 4 Coins für die Lieblingsserie. Wenn es die Serie geguckt hat, nimmt es einen weg. So entsteht Selbstregulation. Oder Computerspielen. Ja? Bei einem unserer Jungs ist das das Allerwichtigste. Wenn wir es nicht regulieren würden, würde er Tag und Nacht spielen. So hat er 4-mal eine Stunde und die Zeit teilt er sich selbst ein. Und wenn er eine halbe Stunde gespielt hat oder eine Stunde, nimmt er einen Coin weg. Macht das nicht, löschen wir die ganze Wochenzeit. Und die Kinder lernen dabei, sich selbst zu regulieren und ihr kriegt viel mehr Gelassenheit in die Kommunikation, in den Familienalltag. Kommunikation, ganz wichtiges Stichwort, da geht es erstmal um euch als Eltern, aber auch um das, wie ihr in der Familie kommuniziert. Erstmal geht es darum, eine respektvolle, wertschätzende und verzeihende Kommunikation zu haben. Warum ist das wichtig? Wir sind überzeugt, dass Kinder Feedback in einem gewissen Alter zwar annehmen können, aber spätestens, wenn sie jugendlich werden, dann tun sie sich enorm schwer, Feedback von den Eltern anzunehmen. Wenn das Feedback aber auf Augenhöhe funktioniert und wenn ihr das liebevoll zurückgibt, dann werden die Kinder verstehen, dass Feedback ein Geschenk ist. Und wenn Feedback als Geschenk angesehen wird, dann ist es wertschätzend und respektvoll. Wir haben in unserer Easy Fam Challenge, da sind 3 Produkte drin. Eins ist das Erfolgsjournal für die Familie. Das Erfolgsjournal hat so Felder, wo jeder seine Erfolge reintragen kann. Und da tragen wir ein, zum Beispiel, wenn jemand ein Lob im Kindergarten bekommen hat oder hat jemandem geholfen oder einen Meilenstein erreicht, egal ob Erwachsener oder Kinder, oder im Sport eine gute Leistung gebracht, aufschreiben. Denn die Kinder kommen mittags nach Hause, bis ihr als Familie abends am Abendessenstisch sitzt, ist das alles wieder vergessen. Und dann geht es nur noch darum, den Alltag zu organisieren und Kritik zu üben. Und um das zu vermeiden, schreibt man einen Monat lang mit im Erfolgsjournal. Das kann auch einfach ein Blatt Papier sein oder dieses Whiteboard, wo die Regeln auch noch draufstehen. Und dann kriegt jeder mit, dass es gar nicht so schlecht ist, was wir machen. Und jeder wächst, Erwachsene wie Kinder. Das ist eine gute Grundvoraussetzung. Und ein Katalysator für die Entwicklung der Kinder und der Eltern. Was haben wir noch zu bieten? Ja, das Race haben wir gesehen für die kritischen Phasen des Tages, die Morgen- und die Abendroutine. Das Taskboard, wo es um die Wochenaufgaben und die Tagesroutinen geht. Die Challenge, die haben wir gerade gesehen. Und den Online-Trainingskanal. Da gehe ich später nochmal drauf. Und wir haben in diesem Online-Trainingskanal Themen wie, wie gebe ich richtig Feedback? Wie richte ich den Schülerschreibtisch lernoptimal ein? Mindmapping als Lerntechnik. Wie finde ich den Arbeitgeber, der so familienfreundlich ist, dass wir unser Leben so führen können, wie wir es möchten? Wie hole ich mir Entlastung als Familie? Was ist noch drin? Richtig Feedback geben, innovativ kommunizieren. Und wenn wir gerade bei der Kommunikation sind, dann vielleicht noch ein Beispiel zur Kommunikation, wie ihr selber die Kommunikation steuern könnt. Stellt euch vor, wir nehmen ein Beispiel, das passt in die Arbeit und für zu Hause. Euer Sohn kommt oder eure Tochter mit einer Idee. Und während sie die Idee formuliert, legt ihr euch im Kopf schon die Abers zurecht, warum es nicht klappen kann. Und sie ist fertig und dann sagt er, ja, mein Schatz, danke, gute Idee, aber es funktioniert nicht, weil so und so. In der Arbeit passiert es genauso. Ein Mitarbeiter kommt zu seinem Chef oder zum Kollegen und sagt, Mensch, hör mal, mir ist folgende Idee gekommen. So und so und so. Was hältst du denn davon? Während er erzählt, legen wir uns die Abers im Kopf zurecht. Das macht ein Kind oder ein Mitarbeiter 5 bis 10 Mal und dann lernt er oder sie, das bringt nichts und engt sich ein. Und dann geht die Kreativität in die Hobbys oder woanders hin, aber nicht mehr in die Familie, in die Ideen oder in die Firma. Und es gibt einen ganz einfachen Mechanismus. Wenn ihr in eurem Wortschatz das Ja, aber ersetzt mit einem Ja, und versucht in eurer Antwort die Idee noch stärker zu machen, dann seid ihr ganz schnell in der Situation, dass ihr ja, in eine innovative Diskussion kommt oder der die Idee gebracht hat, feststellt, es war Quatsch, tut mir leid. Oder? Also jetzt kommt einer mit einer guten Idee und während er das erzählt, überlegt ihr, wie kann ich seine Idee noch stärker machen? Und dann antwortet ihr und macht den Vorschlag. Und es kann lustig sein oder nicht. Dann wird eure Tochter, euer Sohn oder der Mitarbeiter entweder sagen, ich glaube, es war Blödsinn, aber gut, dass wir darüber geredet haben, bis zum nächsten Mal. Ihr erhaltet diesen Energietrieb. Oder
oder es kommt tatsächlich mal richtig was Gutes raus. Und ich glaube, das ist wertvoll, das ist eine gute, innovative Kommunikation, die ihr euch erhalten oder schaffen sollte. Ach so, bevor ich es vergesse, die Hauptzielgruppe bei uns sind die Eltern, damit eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt. Eine zweite Zielgruppe für EasyFam sind Arbeitgeber, denn Arbeitgeber haben heute einen eklatanten Fachkräftemangel und kapieren immer mehr, dass wenn ich ein familienfreundlicher, attraktiver Arbeitgeber bin, dass ich bessere oder mehr Fachleute kriege, dass mir die Mitarbeiter gesünder erhalten bleiben und dass ich vielleicht besser mit denen überlebe. Und EasyFam macht Arbeitgeber mit recht einfachem Aufwand familienfreundlich. Wir haben uns da auf Mittelständler konzentriert, die keine Zeit für sowas haben. Ja, und da übernehmen wir das mit wenig Aufwand und zu kleinen Kosten relativ simpel. Wenn wir über Routinen also sprechen, dann merkt euch, die bringen so viel Gelassenheit in den Alltag. Denn das Gehirn lernt spielerisch am besten. Und mit Wiederholung und Agilität kommt ganz viel Selbstregulation. Dieses, dass das Gehirn spielerisch am besten lernt, ist ein interessanter Trend. Es ist ein weltweiter Trend gerade, Gamification in der Bildung. Und diese Gamification führt zu ganz vielen Entwicklungen bei den Unternehmen, aber auch an den Schulen. Und selbst die deutschen Schulen springen mittlerweile auf diesen Zug, auch auf die österreichischen, dass spielerisch viel mehr beim Schüler erreicht wird, weil er nämlich keine Widerstände hat, sondern weil er gerne da rein arbeitet. Ganz interessanter Trend. Und es verhilft euch, diese Routinen helfen euch, dass ihr einfach ein liebevoller Coach seid, anstatt dauernd der Drängler, der Druck macht. Ja? Im Endeffekt ist es Sog statt Druck und die Visualisierung. Für das, wie wir das umgesetzt haben, gibt es mittlerweile viele, viele Empfehlungen von Kunden, von Kinderärzten, von Psychotherapeuten, von Ergotherapeuten, vom ADHS e.V. seit einer Woche. Und insofern haben wir offensichtlich einen Nerv getroffen, ja, weil die Kinder da in letzter Zeit wohl leiden und leider dieser Megatrend da ist, dass beide Eltern berufstätig sein müssen, manchmal auch wollen, aber da kann man was Gutes draus machen. Es ist nicht akzeptabel, dass die Kinder darunter leiden und deswegen haben wir Lösungen entwickelt. Jetzt stelle ich noch ein paar Fragen, damit ihr euch selber hinterfragen könnt, wie geht ihr denn damit um? Zum Beispiel Themen, die wir aus unseren Gesprächen hören. Wir sind doch auch groß geworden. Wer braucht denn sowas? Wer braucht denn Routinen? Ich bin überzeugt, dass wenn ihr in einem Mehrgenerationenhaushalt groß geworden seid, dass es sehr, sehr viele Routinen gab und dass da nicht viel diskutiert wurde. Heute wollen Eltern die Kinder überbehüten, ganz oft, und vermitteln den Kindern das Gefühl, dass die Welt echt gefährlich ist. Und diese Überbehütung, dieses sie nie alleine lassen, sie nur im Auto überall hinfahren, das ist ein Stück weit gefährlich. Ja, und dieses wir sind auch groß geworden, heißt eben, dass wir alle sehr frei groß geworden sind und nicht jeden Tag drei Termine hatten und überall hingefahren worden sind. Und trotzdem ist es so, dass die Welt heute anders ist. Beide Eltern arbeiten in der Regel, die Großeltern wohnen meistens weit weg. Von den Kindern wird ganz was anderes erwartet. Wir alle wollen uns entwickeln. Wir sind in einer anderen Lebenssituation. Deswegen achtet darauf, dass ihr nicht euer heutiges Agieren, eure heutige Handlungen auf Basis von dem, was ihr als Kind gelernt habt, macht. Wenn ihr so denkt, dass eh immer die Frau zurücksteckt, dann ist es wert, darüber zu diskutieren. Das ist eine positive Herausforderung. Ja, weil wir überzeugt sind, dass eine Beziehung langfristig nur funktioniert, wenn beide sich entwickeln können. Wenn nicht die Frau alleine für Haushalt und Kinder zuständig ist, denn wenn die Frau 10, 15 Jahre alleine zu Hause ist und der Mann ist in der Welt unterwegs, dann entwickelt man sich auch auseinander. Im schlimmsten Fall passiert dann die Trennung und so entstehen die alleinerziehenden Frauen, die in Armut enden, ja, und die Männer, die sind irgendwo anders und zahlen Unterhalt. Super, haben wir nichts gewonnen. Und gerade die Phase, wo ihr Kinder kriegt oder die Kinder groß sind, die sind es wert, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie entwickeln wir denn das weiter? Es gibt eurer Beziehung eine Perspektive, ihr bleibt im Gespräch, denn Kinder rauben Gesprächszeit und ihr legt eine sensationelle Basis für eine lebenslange Beziehung. Da kann ich mich nicht durchsetzen, auch das höre ich oft. Das fällt, glaube ich, in die gleiche Schublade, deswegen können wir das schnell übergehen. Und dann höre ich manchmal, wir sind nicht so strukturiert. Wir sind nicht so strukturiert. Ich glaube, so geht es jeder Familie. Ja, man will nicht zu Hause sich komplett durchorganisieren. Und auch wir sagen, wir wollen Struktur abgeben. In diese Tools gibt man ein Stück weit Struktur ab. Und das, was wir hier übertragen haben und weiterentwickelt für Familien, sind sogenannte agile Methoden.
Agile Methoden werden in der Industrie angewendet, zum Beispiel in innovativen Software-Teams oder in der Automobilbranche. Und die Agilität bedeutet eigentlich, dass ich nehmen wir mal das, was wir vorhin mit dem Haushaltsboard gesehen haben, ich stelle einen Aufgabenvorrat zur Verfügung. Und das Team bedient sich und entscheidet selber, wann es was macht. Der Mechanismus ist, jeder findet die Tätigkeit, die gut zu ihm passt und die er gerne macht und die seinen Kompetenzen entsprechen. Und er richtet sich nach den Prioritäten im Aufgabenvorrat. Das funktioniert in der Softwareentwicklung und die nennen das dann einen Sprint, wenn man 14 Tage an diesem Aufgabenpaket arbeitet und dann entscheidet man neu, wie es weitergeht. Und eine Familie ist doch ähnlich. Es gibt in der Familie völlig unterschiedliche Kompetenzen. Der Mann kann was anderes als die Frau. Das eine Kind ist 2 Jahre alt, andere 5, das dritte 9. Jeder kann was anderes, jeder hat andere Vorlieben. Und die Vorlieben zu bedienen ist eine Kunst und die Arbeitsweise dazu nennt sich agile Methode. Und da kann man ganz viel Struktur abgeben und eigentlich entlastet sich der Teamleiter. Was wir auch manchmal hören, ist, Kind und Karriere gehört sich nicht. Und Kind und Karriere gehört sich nicht. Da stellen sich mir ein bisschen die Nackenhaare auf. Denn es soll heute irgendwie alles möglich sein. Ja, es wäre doch schön, wenn es geht. Viele Arbeitgeber wehren sich da noch. Aber warum soll nicht, also ihr Frauen, so sage ich es ganz bewusst, sollt ruhig sagen, ich will das aber so. Und wenn ihr Lust habt, euch beruflich zu entwickeln, mit 50% in eine Führungsaufgabe zu gehen, dann wird es Firmen geben, die das können. Meine Frau hat sie gefunden. Und mittlerweile gibt es 7.500 Unternehmen, die auf der Website des Erfolgsfaktor Familie sich listen und sagen, wir sind familienfreundlich. Es geht aber nicht immer um Karriere. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist dran zu bleiben. Mit den Kollegen in der Arbeit im Gespräch zu bleiben. Vielleicht 5 Stunden die Woche zu arbeiten. Euer Netzwerk bleibt erhalten, ihr wisst, was passiert. Und es ist dann relativ einfach, wieder auf 10 Stunden aufzuwachsen, dann auf 15 und dran zu bleiben. Wer 5 oder 10 Jahre komplett zu Hause bleibt, das ist gut, ja. Und ich will jetzt, das ist jetzt nur eine ganz private Meinung und unsere Erfahrung. Aber ich glaube, es ist wertvoll, dran zu bleiben, weil der Wiedereinstieg viel besser gelingt und zwar im alten Job, in dem, wo man gut ist. Wenn man 10 Jahre draußen war oder noch schlimmer 15, dann gelingt der Einstieg meistens nicht mehr auf dem Bildungsniveau, wo ich war, sondern wesentlich tiefer. Denn wer sucht schon Teilzeit mit veraltetem Wissen? Und es ist wert, wirklich drüber nachzudenken und sich selber entsprechend aufzustellen als Familie. Denn das geht nur, wenn ihr das gemeinsam wollt. Und es geht nur, wenn man ein bisschen Methodenprofi wird. Aber es ist wert und es funktioniert. Und manchmal hören wir auch, die Kinder haben schon genug Stress. Das ist auch der letzte Satz, der uns besonders wichtig ist, weil das Thema Kinder haben schon genug Stress. Wenn die Kinder so überbehütet sind und eine durchgetaktete Woche haben, dann achtet darauf, dass ihr da Stress rausnimmt. Es geht nicht um die Struktur, die unsere Tools reinbringen, sondern es geht um den vollen Terminplan. Es gibt tonnenweise Bücher, die sagen, Langeweile ist eines der wichtigsten Elemente in der Kindheit. Denn wenn die Kinder lernen, mit Langeweile umzugehen, dann lernen sie, sich selber zu beschäftigen und sie werden kreativ. Und wer mit Langeweile umgehen lernt, der kann das auch als Jugendlicher und als Erwachsener. Er geht nicht in die Sucht oder in die Zockerbude oder sonst wohin, sondern er entwickelt sich. Insofern ist es wirklich wert, da viel drüber nachzudenken. EasyFam ist der Stand schräg gegenüber. Der erste Stand von hier, der nächste dran. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Wenn nicht, besucht uns online auf easyfam.com oder auf facebook.com/easyfam. Wir freuen uns über Kontakt, über Gespräche, über Ideen. Denn wir wollen eine Community formen, die daran glaubt, dass Familie und Beruf vereinbar ist. Wir haben es selber versucht vorzuleben. Wir kennen viele, wo es sehr gut funktioniert. Und wir geben diese Rezepte online weiter. Dankeschön, alles Gute.